Naja, eine Stadt wie Graz, die stark wächst, so wie derzeit der Fall ist, ist konfrontiert natürlich mit einer historischen Altstadt und einer Stadt, die begrenzt Raum und Platz hat. Das wirkt sich natürlich unmittelbar dann auf die Mobilität aus und die Möglichkeiten, hier Verkehr, Mobilität abzuwickeln. Es gibt da hier klare räumliche Restriktionen. Und was natürlich dazu kommt, ganz massiv, ist die Umweltbelastung, die durch motorisierten Individualverkehr entsteht, der noch dazu dann vielleicht durch fossile Brennstoffe angetrieben wird. Hier ist es wichtig, um die Standortqualität zu gewährleisten und auch die Lebensqualität in der Stadt aufrecht zu erhalten, eine Verlagerung des Verkehrs zu bekommen vom motorisierten Individualverkehr hin zu den Verkehrsarten des Umweltverbundes, also dem öffentlichen Verkehr und dem nicht motorisierten Verkehr. Die nachhaltige Mobilität ist eigentlich sehr gut politisch abgebildet in der Stadt Graz mit der Mobilitätsstrategie. Zum einen gibt es hier verkehrspolitische Zielsetzungen, die auch dann in quantifizierbaren Zielen festgelegt sind. Kurz zusammengefasst geht die Hauptrichtung dahingehend, dass man den Anteil des motorisierten Individualverkehrs, also wenn man das jetzt größenordnungsmäßig auch als Ziel verfolgen möchte, von 47% auf 37% im Jahr 2021 absenken möchte. Hier ist vorgesehen, natürlich den öffentlichen Verkehr anteilsmäßig zu erhöhen, und es wären dann etwa von Wegeanteil 20% auf 24%. Der Radverkehr müsste von 14% auf etwa 20% gehen. Und beim Fußgängerverkehr ist es eigentlich das Ziel, die Fußgängerweg- oder Fußwegeanteile zu stabilisieren bei etwa 20%. Das ist so diese in Zahlen gegossene Zielsetzung. Ein wesentlicher Punkt aber ist die Qualität, die die Menschen haben in ihrem Stadtviertel mit der Versorgung in ihrem Umfeld. Nämlich, da gibt es einige ganz wichtige Maßzahlen, die wir auch in unseren Zielsetzungen haben und wie wir jetzt eine nachhaltige Mobilität definieren. Das ist nicht nur möglichst viele Wege reibungslos abwickeln zu können, sondern auch die Qualität im Lebensumfeld mit bestimmten Versorgungseinrichtungen. Das sind Nahversorger, das sind Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, das sind Kinderbetreuungseinrichtungen. Das sind zum Beispiel drei ganz wesentliche Faktoren aus der Stadtentwicklung heraus, die stark bestimmen, wie Wege zurückgelegt werden, beziehungsweise sogar wie viele Autos in der Bevölkerung dann vorhanden sind. Die Stadt Graz hat hier im Prinzip sehr viele Instrumente in der Hand, jetzt, was natürlich den vorherigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs betrifft, natürlich auch den Rad- und Fußverkehr zu verbessern. Das ist aber nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine Frage der Vernetzung dieser unterschiedlichen Verkehrsarten. Das ist auch ein wesentliches Ziel und ein wesentlicher Fokus, der verkehrspolitisch auch letztendlich vom Gemeinderat beschlossen worden ist, verkehrsartenübergreifend zu denken. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Das sieht man am besten bei den Stadtentwicklungsgebieten, die größten derzeit, die in Vorbereitung und in Planung sind, sind Reininghaus, also Graz-Reininghaus und Smart City Graz-Wagner-Biro-Straße, wo man mit einem Mix aus Restriktion, also das heißt mit wenig Parkraum zum Beispiel, arbeitet, aber das funktioniert nur, wenn ich umgekehrt hervorragende Angebote bei den übrigen Verkehrsarten aufweisen kann, sprich öffentliche Verkehrsanbindung, sprich Anbindung an das Rad- und Fußwegenetz, Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, Informationsmaßnahmen. Hier schließen wir sogar mit den Bauträgern oder mit den Investoren sogenannte Mobilitätsverträge ab,
wo wir gemeinsam sozusagen festlegen, verpflichtende Maßnahmen, dass dieses Übergreifende sozusagen dann auch wirklich gelebt wird und dazu führt zu einer Verlagerung von Verkehrsmittelanteilen. Insgesamt gesehen sind wir gerade dabei, also es ist jetzt ein Maßnahmenkonzept, das ist das letzte, der letzte Teil sozusagen unserer Mobilitätsstrategie, der noch ausständig ist. Also wir haben ja neben den verkehrspolitischen Leitlinien und der Zieldefinition auch ein Arbeitspapier in Richtung Verkehrsplanungsrichtlinie, mit denen wir jetzt schon seit einigen Jahren arbeiten. Und unser Mobilitätskonzept Abschluss sozusagen mit den Maßnahmen beinhaltet auch genau diese Intention, Pakete für alle Verkehrsarten umzusetzen und nicht nur Einzelmaßnahmen in den einzelnen, noch den einzelnen Verkehrsarten gegliedert sozusagen. Es ist mit Sicherheit ist es jetzt nicht nur getan mit angebotsseitigen Maßnahmen. Wir sehen im täglichen Geschäft sozusagen natürlich auch die Grenzen, die es gibt, wenn es darum geht, die Nutzungskonflikte im Straßenraum zu lösen. Bei den vergleichsweise engen Querschnitten, die wir in der gebauten Stadt vorfinden, ist klar, dieser Raum kann nur einmal verteilt werden. Und da ist es dann natürlich eine Frage der Prioritätensetzung, wie weit stelle ich Raum zum Beispiel dem ruhenden Verkehr zur Verfügung oder entziehe ich Straßenteile dem ruhenden oder auch fließenden Verkehr, motorisierten Verkehr und begünstige sozusagen dann den nicht motorisierten Verkehr, indem ich breitere Gehsteige mache, Radspuren mache, den öffentlichen Verkehr beschleunige. Und das sind natürlich Dinge, die dann im Kleinen in der Umsetzung immer wieder zu großen Diskussionen führen und natürlich auch dann in der persönlichen Betroffenheit vor der eigenen Haustüre dann immer wieder auch schwer zu argumentieren sind. Und das ist natürlich dann auch eine politische Frage, wie man dann konsequent so Themen dann umsetzen kann. Das ist sicher eine Herausforderung, die sozusagen neben der finanziellen Frage ein Thema ist. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Stadt Graz auf die umweltfreundliche Elektromobilität. Ja, wir sind Betreibergesellschaft der Modellregion für Elektromobilität im Großraum Graz. Wir sind damit eine von 7 ausgewählten Modellregionen für Elektromobilität in Österreich von der österreichischen Bundesregierung und wir sollen Elektromobilität für den Markt aufbereiten, das heißt Markteintritt, Barrieren abbauen und alle notwendigen Rahmenbedingungen, die man braucht, um zukünftig Elektromobilität erfahren zu können, sollen wir bereitstellen und aufbauen. Grundsätzlich haben wir Elektromobilität schon mehr als 150 Jahre in der Stadt Graz. Wir haben die Straßenbahn, die ist ja schon voll elektrifiziert. Aber bei Elektromobilität kann man durchaus verstehen, einerseits die einspurigen E-Bikes, also alle Formen, die mit Elektrounterstützung jetzt einspurig unterwegs sind. Das beginnt beim Scooter, die mehr ein Fun-Gerät sind, aber auch natürlich für die Alltagsmobilität schon brauchbar sind. E-Bikes, wie man sie kennt, bis hin zu Mountainbikes, sind ebenfalls Teil dieser Modellregion. Und natürlich auch im zweispurigen Bereich, beginnend bei Autos bis zu kleinen LKWs, die elektrifiziert wurden. Wir haben zum Beispiel beginnend beim Wohnbau, der ja Hauptauslöser für Mobilität ist, einen Leitfaden für Wohnbauträger geschaffen, damit eben zukünftig Wohnbauträger im Neubau oder im Bestandsbau wissen, was sie für Elektromobilität vorsehen müssen. Wir haben ein Projekt mit der Wiener Modellregion, wo wir interoperables Laden, ist fast ein Zungenbrecher, unterstützen. Das heißt, der Zugang zur Ladeinfrastruktur muss von jeder Seite möglich sein. Das heißt, Wiener Kollegen, die in Graz mit der Wiener Karte tanken wollen, dürfen hier auch oder finden auch hier den Zugang zur Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig auch die Grazer Kollegen, die in Wien einmal laden wollen,
heißt interoperables Laden. Das heißt, ohne Barriere werden alle Zugangselemente zugelassen. Und ja, eine Vielzahl von anderen Dingen noch. Wir haben Carsharing im Unternehmen eingeführt. Wir verleihen Fahrzeuge. Wir betreiben ein Mobility Center, wo man Fahrzeuge testen kann. Und wir beraten natürlich und haben eine Vielzahl von Bewusstseinsbildungsmaßnahmen wie Veranstaltungen, Urban Future Conference, Infotag entlang bei Lebing oder bei den Fahrtechnikzentren inzwischen abgewickelt. Also Elektromobilität wird sich auf lange Sicht durchsetzen müssen. Es gibt verschiedenste Langfristperspektiven, die, wie man so schön sagt, im Weißbuch der EU auch wiederfinden für Mobilität. Darin steht unter anderem, dass bis zu 80% des fossil betriebenen Verkehrs 2050 umgestellt werden muss. Und wenn man sich den heutigen Verkehr anschaut, wie viele Fahrzeuge in der Stadt sind, wir haben allein 120.000 Pkw, die täglich nach Graz kommen, fast alle fossil betrieben. Jetzt ist momentan Elektromobilität noch eine Nische, aber in den letzten 3 Jahren hat sich diese Nische so gut entwickelt, dass man fast halbjährlich von einer Verdoppelung ausgehen kann der Zahlen. Bei den E-Bikes ist dabei der Boom noch stärker. Also insofern glaube ich, der Zukunft gehört Elektromobilität. Und es gibt hier große Chancen, noch vieles zu bewegen.